Willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Wir machen jetzt hier den Abschlussrumble von Gilde 2. In der Zwischenzeit war ich auch schon ein bisschen fleißig gewesen und habe noch ein bisschen mich aufgelevelt und naja, gucken wir mal, ob ich diesmal ein bisschen was reißen kann. Eventuell ist da doch was möglich. Wer weiß. Ich habe ja vorhin schon mal gesehen. Ja, einen Boomhauer habe ich inzwischen auch, weil ich den Strudelmeister vorhin abgeschlossen habe. Gucken wir mal. Aber in der Situation ist wahrscheinlich der Bill mit den Krippenbabys ein klein wenig besser. Müsste man einfach mal schauen. Uiuiui, das war jetzt knapp. Ist der Center Bill? Und ja, wenn es gut läuft, habe ich jetzt gleich da oben Unexpected Weapon Down. Und als nächstes spiele ich hier in Ruppert. Viel reißen werde ich jetzt mit dem Account zwar nicht können, aber vielleicht ist doch da ein bisschen was machbar. Müssen wir mal schauen. So, Hank geht damit nicht. Ich spiele jetzt mal hier den Hank da hinten hin. So. Peter. Peter wird jetzt meinen Ruppert nicht klein bekommen, aber na gut. Okay, macht nichts. Wir haben hier jetzt den Teufel Hank. Alles halb so wild. Und jetzt habe ich eigentlich schon gewonnen, weil die Louise da vorne wird es nicht schaffen. Boah, sei denn natürlich, irgendeiner boxt mir den noch weg. Aber das passiert nicht und damit habe ich das Ding auf jeden Fall gewonnen. Jetzt spiele ich noch zu guter Letzt den Boomhauer und das Match ist gewonnen. Bill's Army. So. Schauen wir mal ganz kurz rein, wie es überhaupt aussieht. Daniel, Wurstfinger Pro, Simal, Bürgerboss, El Sola, Wasser, Sahand, Player, FIFA Pro, Puertanio, Player, Grab Gaming, Relaxo, Casey Rebel, Steelhammer, Nüsse, Momo, Has a Ford, Honey Duck, Irish Coffee, Pommes, General Anal, Hey Nils, Player, SF is back, Chaos Gamer, Noah, Dahl, Aristocraft, Glenny Boy und Jordan. Okay. 31 Leute waren aktiv. Das ist der Grund, warum dieses Match verloren gegangen ist. Aber na gut, ist ja nicht wirklich schlimm. So. Jetzt haben wir hier mal den Boomhauer. Dann als nächstes den Fry. Mit dem werde ich jetzt den Slurm Loco gleich spielen. So. Da haben wir ihn auch, den Slurm Loco. Inzwischen schon ein bisschen stärker, weil ich ein paar Fries inzwischen schon gezogen habe aus Packs und konnte den dadurch dann auch schon ganz gut aufleveln. Ja, richtig nice. So, und dann ist jetzt schon mal das weg. Jetzt kann man hier hinten nochmal ein... Ja gut, jetzt können wir jetzt einfach mal ganz normale Karten spielen. Die machen am meisten Schaden noch tatsächlich. So. Okay. Aber so wie es aussieht, werde ich bei diesem Match sowieso nichts großartig mehr ausrichten können. Was macht mehr Sinn? Machen wir die Teufel in Luan. Wäre fast sinnvoller, in Gilde 1 rüber zu wechseln und dort mein Match zu machen. Gucken wir mal. Toga Bill, das wäre der Center Bill. Der heilt nochmal schön alles durch.
95 Punkte. Nice. Nice, 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 nice. Ja, die sind jetzt auch nochmal aktiv. Da werde ich jetzt nicht mehr viel dran ändern können. So, 38, 34. Dann hätten wir hier den Bill mit Alkohol. Das ist auch keine allzu schlechte Karte. Beziehungsweise mit der Schule wäre es der Bildoser. Aber mit Alkohol heilt er sich ja wieder selber. Aktuell aufgrund dieses Events. Was ganz gut ist. Spielen wir hier mal die Paintball mit Waffen. Wenn es gut läuft, habe ich gleich auch die Lois down. So, Krippenbabys. Tja, mit meinem Deck, das gerade mal ein paar Tage alt ist, komme ich jetzt schon inzwischen ganz gut zurecht. Jetzt haben wir noch den Fry hier. Scooty Puff, nö, ich spiele hier hinten den Fry. Das fliegt jetzt eh alles erstmal weg. Zack, zack, bam. Und jetzt noch den Burger Boss da hinten drauf gespielt. Ha! Nein, hat's daneben gesetzt. Ich werd bekloppt. Oh, das ist so ärgerlich. Da wäre jetzt die Runde schon vorbei gewesen. Naja, gut. Jetzt ist es auch egal. Dann mache ich jetzt noch den Captain Yesterday dahin. Okay. Weiter geht's. Come on. Zack, zack. Alles klar. 97 Punkte geholt. Und weiter geht's. Ja, da passiert jetzt nichts mehr großartig. So viel kann ich gar nicht retten. Aber auf jeden Fall ist es interessant. So, jetzt hätte ich hier entweder den Wasserspeierjäger oder das NRA-Mitglied oder eben das Alkoholbad, das ich selbst wieder... Ne, ich nehme den Wasserspeierjäger. Der tut gleich schon mal richtig weh. Kommt er mit Slurm? Okay. Paintball mit Waffen. Eine Lila. Jetzt habe ich hier ein paar Kostüme. Ich hoffe, dass auch demzufolge dann die richtige Karte gleich noch kommen wird. Oh, dann kommt er mit einem Bobby. Gut. 6-11, machen wir hier mal die Propane hin. Da habe ich sie wieder, meine Propane. Da ist sie wieder. Gut, das Match kann ich wahrscheinlich einfach wegschenken. Ich glaube nicht, dass ich da in irgendeiner Form irgendetwas reißen kann. Aber wer weiß. Glaub, ich bin immer für eine Überraschung gut. Oh. Na gut. Aber so wie das aussieht, werde ich da nicht großartig was machen können. Das ist einfach... Das schenke ich jetzt, oder? Ja, das kann ich wegschenken. Kapitulieren. Die Zeit können wir uns sparen. Niederlage 13. Okay. Gut. So, weiter geht's. Noch 6. Muss mich echt beeilen. Komm, come on, komm, come on. Oh, das ist ein leichterer Gegner, so wie es aussieht. Ah, damit geht noch nichts. Ah, Hank mit Burger Boss, genau. Luan. Grand Theft Hank. Ist schon mal richtig nice. Und der puncht die da schon jetzt weg. Dann haben wir hier den Professor Farnsworth. Jetzt kommt eine Paintball mit Waffen. NRA-Mitglied. Ja, und solange der hier da mit solchen Commons da kommt, beziehungsweise mit normalen Rares, brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Ich skippe das jetzt einfach, damit wir schneller durch sind. 99. Da wird nämlich nichts mehr passieren. Das Ding habe ich auf jeden Fall gewonnen. So, noch 5. Noch 5.
Ja. Da haben wir keine Chance gegen diese Gilde hier gehabt, weil wir einfach zu wenig Beteiligung hatten. Aber was soll's? Es Gilde 2. In Gilde 2 ist alles, wie gesagt, gechillt. In Gilde 1 sieht die Sache, wie gesagt, ein bisschen anders aus. Da erwarten wir dann schon mehr Power, mehr Leistung. So, Bluegrass, jetzt kann ich auch hier schon wieder skippen und weitermachen. Zack. Das Ding werde ich auf jeden Fall gewinnen. 97. Also eigentlich ist das kein allzu schlechtes Ergebnis jetzt hier, sage ich mal. Bis jetzt. 29 Minuten noch. Automatik wieder raus. Fry und Krippenbabys. Spielt als allererstes mal den Boomhauer. Kommt er mit einem Gamer. Okay. Dann als nächstes den Fry. Ja, das hat gereicht. Der jetzt hier, den Slurm Loco. Und jetzt kann ich auch hier schon wieder durchskippen. Weil jetzt wird sich auch hier nichts mehr dran ändern. Das Ding wird gewonnen sein. 98. Okay. Nächstes Match. Noch 3. Eine Minute gerade mal vergangen. 50 Sekunden, um genau zu sein. Nächstes Match. Also Bills Army ist nicht wirklich stark. Krippenbabys gehen. Okay. Das wäre dieser Scooty Puff. Auch Scooty Puff. Das ist so schrottig. Ach, come on. 9,23. Gegen 8,20. Ich will aber jetzt als allererstes mal den Hank da haben. Ich will auf jeden Fall als nächstes hier. So, jetzt gucken wir mal. Er kann jetzt einmal was machen. Jetzt will ich den Teufel Hank in der Situation haben. Und wenn es gut läuft, boxt er in die richtige Richtung. Achso, ja. Ist er sowieso weg. Okay. So, und jetzt können wir ganz gechillt hier diesen Scooty Puff. Wollen wir den Scooty Puff oder machen wir. Was machen wir denn? Paintball mit Waffen bringt alles nichts. Oh, die Luellen da hinten noch hin. Und. Oh. Stance SUV. Sport ist hier die Catcherin. Und das ist die Puppenspielerin. So, ich skippe das Ganze jetzt hier durch, weil das werde ich definitiv gewinnen. Das weiß ich. Ich weiß noch nicht, mit wie viel Schaden. 94, okay. Gut. Also die Ergebnisse werden auf jeden Fall jetzt immer besser. Noch 2. Das hat jetzt eine Minute wieder gedauert, das Match. Und gleich wechseln wir rüber in Gilde 1. So, 34. Fry, Professor Farnsworth und Hank. Gut, Fry mit Alkohol. Das ist auf jeden Fall eine nice Sache. Oder Fry mit Slurm. Da haben wir den Slurm-Loco, okay. Jetzt noch auf die Schnelle mal hier den Professor Farnsworth gespielt und den mit dem Rupert oder mit Alkohol. Ich weiß momentan, dass wir hier QTMC Whiskers mit vierfach Boxen und würde sich selbst wieder heilen. Naja, machen wir hier QTMC Whiskers, dann ist der Bill sowieso auch schon weg und nein, noch nicht. Einmal darf er noch. Und jetzt kann ich den Hank noch spielen. Und mache dann noch nebendran. Ja, das Kostüm. Und dann skippe ich. Sobald das Kostüm jetzt gespielt ist, skippe ich. Kostüm, Teufel, Hank. Fertig, skippen. Skippen, skippen, skippen. Und es sind 98.
Gut, weiter geht's. Ein Match noch. Dann haben wir Bills Army auf jeden Fall schon mal. Also, geht. Die sind prinzipiell relativ schwach jetzt gewesen. Nur einfach deutlich aktiver. Da kann man halt einfach nichts dagegen machen in der Situation. Ja, ihr seht ja selber, die haben jetzt nicht wirklich irgendwelche Powerkarten oder so, sondern die haben einfach nur Bock gehabt. Das ist ja auch okay so. Machen wir es ja in der A-Mitglied. Jetzt fliegen die beiden da weg. Zack, zack. Und jetzt skippe ich hier nur noch durch, weil jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. So, das Ding ist dann gewonnen. 95, okay. Alles klar. Gut, jetzt wechseln wir gleich mal rüber. Wie viele waren denn hier jetzt aktiv gewesen? 31 waren dort aktiv und bei uns waren es jetzt insgesamt 32. Oh, okay. Also, auf geht's rüber in Gilde 1. So, Moment. So, jetzt muss hier noch der Server ausgeschaltet werden. Okay. Und jetzt machen wir hier mal den an. Und dann gucken wir mal da rein. So, und dann haben wir hier jetzt noch ein bisschen die Möglichkeit auch aufzuholen. Na, wo ist denn? Wo ist denn das Mikrofon? Da ist das Mikrofon. So. Also, weiter geht's. Dann sind wir hier wieder in der Fensteraufnahme. Gehen in die Schlägerei rein. Schauen mal, wie es hier aussieht. Und jetzt gucke ich erstmal in die Liste rein, wer alles mitgemacht hat. Ja, es wird noch ein bisschen eng, aber Apsu Nero Tetsuo hat 991 nur geholt. Okay, bedeutet starke Gilde. Zumindest irgendeiner ist stark. Dann wechsle ich jetzt nochmal auf meine Tina. Auf die Tina. Damit ich auch möglichst viele Punkte noch holen kann. Dann gehen wir noch ins Deck rein. Jetzt fliegen die defensiven Karten noch schnell raus und dann legen wir los. Defensive Karten raus, loslegen. So, das Appointment kann ich mal drin lassen. Wer weiß, was der für Karten hat. Bob Jean raus, Congo Jack raus. So, und dann Roller Skate Peter raus. Und das sollte reichen. Okay. Weiter geht's. Zurück in den Rumble, Vollgas geben. Haben wir noch ein paar Minuten, um hier noch was zu reißen. So, die versuchen auch noch Punkte zu machen. Aber jetzt komme ich noch. Ein 33er. So, Amy und den Vitruvian. Ach Gott, ist das euer Ernst? Also da brauche ich mir jetzt erstmal überhaupt keinen Kopf mehr zu machen. Das kann ich eigentlich jetzt schon skippen. Das werde ich auch machen. Das wird ein glatter 100er werden. So, das erste Match ist schon vorbei nach ein paar Sekunden. 100. Okay. Alles klar. Nächstes Match. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir eine glatte 1000 dahin brettern. Was haben wir jetzt? Jetzt ist die Frage, Roller Derby Haley hat
16 Schaden. Der Stan hat 12 Schaden. Ich mache jetzt mal die 16 Schaden zuerst. Push jetzt hier nochmal mit 2 von der Seite. Es wird jetzt nicht ganz reichen, den Brian wegzubekommen. Bürgerkriege. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall den Dramatiker Brian erstmal weg. Und ja, auch clever. Hier wird getrickst, wo es nur geht. Ist ja auch legitim. So. Okay, der Kongo Jack wird jetzt nochmal einen Angriff machen können. Aber jetzt spiele ich hier hinten die paddelnde Peggy dann. Und dann ist das Thema sowieso komplett durch. So, hier einmal, da einmal, dort einmal. Paddelnde Peggy. Lieber hätte ich noch irgendwas zum Heilen gehabt. Habe ich jetzt nicht. Egal. Keine glatte 100. Macht nichts. Nicht schlimm. Wie viel sind's? 95. Okay. Gut. Den konnte ich jetzt nicht direkt skippen. Hätte ich machen können, aber ich wollte jetzt nicht riskieren, noch mehr Punkte zu verlieren. Könnte eventuell jetzt hier entscheidend werden. So. 34, 406. Freundchen, wenn du glaubst, du kannst jetzt hier noch aufholen, ich werde das nicht zulassen. No chance, my friend. No chance. Jetzt ist die Frage, ich fange jetzt erstmal mit dem Bob an und dann gucke ich erstmal, was da überhaupt kommt. Da kommt ein Klaus, ist das dein Ernst? Den Klaus, den kriege ich ja so schon mit meiner Anal entstellt down, da brauche ich ja gar nicht zu boxen. Da habe ich in der nächsten Runde 21 Schaden. Dann noch hier, ja, 5er Bonus noch mit ausgepackt. Da haben wir jetzt schon... Ach, jetzt haben wir schon 33 Schaden. Jetzt kann ich einfach durchskippen, weil da wird jetzt gar nichts mehr passieren, egal was da läuft. So, glatte 100. Nächstes Match. Nächstes Match, durchrocken. So, ihr wollt noch ein bisschen aufholen. Viel Zeit bleibt euch nicht mehr. Und ich werde das nicht zulassen. Ich bin auch aktiv. So, das ist natürlich jetzt eine extrem schrottige Situation, aber gut. Wir haben jetzt hier 12 Schaden auf der 1, das wird jetzt nicht reichen. Ich hoffe, dass jetzt irgendeine Supportkarte kommt. Ja, das ist natürlich... Naja gut, dann spielen wir halt jetzt erstmal hier das Gewehr hin, was soll's. Werde ich halt ein paar Punkte jetzt mal verlieren. Oder auch ein paar mehr. So wie es aussieht, werden es ein paar mehr werden. Sei denn, ich mache jetzt hier noch den sexy ängstlichen Löwen-Stan. Jetzt macht die erstmal gar keinen Schaden mehr. Kann ich sogar noch ein bisschen heilen. Gut, 4 Schaden werde ich verkraften können. Jetzt kommt hier das 300-Dollar-Messer hin. Und dann haben wir da Bob's Burgers. Naja, besonders toll sind die Karten ja nicht, die du hast. Aber ich habe einfach nur jetzt Pech gehabt beim Spiel. So. Ja, mit... das ist natürlich eine geile Sache jetzt. Damit kann ich einiges noch rumreißen. Wenn ich jetzt den Rupert da auf den Bill spiele, dann werde ich einiges an Leben regenerieren. Das ist gut so. Und dieser MacBurger Towns Dewey kommt mir jetzt auch gerade gelegen, weil der nicht so stark ist. Mein Center Bill kann jetzt 6 Leben überall heilen. Zack, zack, zack. Das wird nochmal vielleicht doch eine gar nicht so schlechte Runde werden. Gucken wir nochmal, was wir noch geheilt bekommen. So, dann jetzt... pushen wir hier nochmal von der Seite. Das ist eigentlich jetzt egal, weil das habe ich schon gewonnen. Ist jetzt echt nur die Frage. Ja. Wie viele Punkte ich holen kann? 90 Punkte sind es gewesen. Gut. Alles klar. Gott sei Dank gab es den Center Bill. So, weiter geht's. 6 von 10.
die versuchen auch nochmal ein bisschen aufzuholen. Aber dazu bräuchten sie jetzt dann echt tatsächlich nochmal ein paar Aktive mehr. Und 61, 31. Okay. Jetzt gucken wir mal, was wir hier jetzt reißen können. Ja gut, die Lila mit dem Gewehr ist schon immer gleich der Pinguin-Konservator. Und die ballert richtig. Die ballert hier gleich richtig. Das sind 19 Schaden. Reicht völlig aus, um den Bob gleich zu vernichten. Jetzt kann ich noch den Denkeraffen nebendran spielen. Und dann ist auch das Ding schon wieder entschieden. Da passiert jetzt auch wieder nichts mehr. So, das ist der Denkeraffe. Gut. Und einfach skippen. So, eine glatte 100. Weiter geht's. Wie viele sind es jetzt noch? Müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir noch 5 Matches. Und wir kämpfen weiter. Automatik wieder raus. 46 Leben. Gleich den Denkeraffen auf der 1. Und dann ist das, sollte das, oh, könnte eventuell eng werden. Schauen wir mal, das ist die schwächere Version des Denkeraffens. Aber das Gute ist, dass ich eine 7er Mauer habe. Und jetzt kommt er natürlich einmal durch. Das ist ärgerlich. Jetzt hat er doch so viel gepusht, dass er durchkam. Konnte natürlich die Gasattacke jetzt anbringen. Aber die Leben regeneriere ich ja in der Regel jetzt wieder. Aber trotzdem ist es super, super ärgerlich. Also, dann machen wir jetzt hier mal die Künstlerin Tina erstmal hin. Dass die... So. Und jetzt muss ich einfach gucken, ob ich noch irgendwie was geheilt bekomme. Ich glaube es nicht. Weil das Ding ist jetzt vorbei. Naja. Okay. Wie viel? 98. Okay. 98 sind in Ordnung, damit kann ich leben. 2 Punkte Unterschied. 2 Punkte verloren. So, 13 Minuten noch. Ja, Leute, Laser, das könnt ihr vergessen. Das war's für euch. So, die Gilde Laser haben wir weggesappt, quasi. So, dann machen wir hier, was wollen wir machen? Da hätte ich 14 Schaden, da habe ich 12 Schaden. Hier kann ich aber unter Umständen noch irgendwas, ich weiß es gar nicht, was der Rupert kann. Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Wobei, hier hätte ich den betrunkenen Stan. Und da, habe ich ihn schon fast down. Diese Roller Derby Haley ist schon fast weg vom Fenster. Das ist doch gut. In der Situation jetzt hier spiele ich jetzt am besten mal die Roller Derby Haley. Und dann gucken wir mal, was der da draus machen kann. Er muss sowieso vom Prinzip her jetzt blocken, genau. Weil sonst hat er eh verloren. Ich push jetzt nochmal die Roller Derby Haley von der Seite. Dann ist der Stan auf jeden Fall weg vom Fenster. Und ja, einmal kann ich jetzt noch heilen. Das wäre der Bandit Bob. Ja, was anderes habe ich jetzt nicht. Ist jetzt egal. Okay. Gut. Ja, jetzt mach hin da. Hinne. Mach mal hinne. So, wie viele Matches haben wir jetzt noch? 98. High Speed. High Speed Rumbling. Ultra Fast Rumbling. 3 Stück. 11 Minuten. So, jetzt bräuchten sie schon 5 Aktive, die da in den letzten 11 Minuten noch irgendwas reißen. Und das ist extrem unrealistisch, sage ich mal. Das ist jetzt kein so ein tolles Ding. Ich fange jetzt erstmal mit dem Gewehr an. Dann hoffe ich, dass jetzt eine Peggy kommt oder sowas. Kommt jetzt aber nicht. Das wäre der Seemann der Rache. Gut, da cripple ich erstmal relativ viel bei dem runter. Das macht er nur noch 2 Stück Schaden. Jetzt nach seinem Angriff hat er nicht mehr viel Leben.
Jetzt muss ich hier echt zusehen, dass ich mir was einfallen lasse. Gut. Hier ist auf jeden Fall schon mal weg. Da kommt der Bankster Roger, oder Banker Roger, wie er ja hier in dieser deutschen Version heißt. Dann pushen wir hier mal ein bisschen. Dann machen wir jetzt 5. Ja, gut, okay. Und dann haben wir den Bob. Mit dem boxe ich jetzt auch erstmal noch zur Seite. Ja, das hat funktioniert. Jetzt haben wir da eine betrunkene Lila, die kann mich natürlich jetzt extremst nerven. Weil, das ist doch schon ziemlich hart. Naja. Das Match traue ich mich im Moment gar nicht zu skippen, weil ich noch gar nicht weiß, was er da jetzt alles noch macht für einen Käse. Aber normalerweise sollte es jetzt gewonnen sein. Auch wenn der jetzt unter Umständen nochmal Schaden bei mir anrichtet, was ihm nicht gelingt. Jetzt skippen wir das gleich mal. Das brauchen wir uns jetzt nicht anzugucken, diese ganzen Effekte, wie die hin und her geswitcht werden. 87, verdammte Axt, ey. 13 verloren. 2 Matches haben wir noch. In 9 Minuten sind wir durch. Dann haben wir auch diesen Kampf noch gewonnen. Gegen Laser. Die haben jetzt nochmal versucht, zum Schluss nochmal aufzuholen. Haben sich gedacht, na komm, die ärgern wir noch ein bisschen. Jetzt kommt hier der Denkeraffe. Und der ballert hier gleich mal 26 Schaden nach vorne. Das ist ein wahres Monster. Ein wahres Monstrum, Monstrum, Monstrum. Jetzt noch die Peggy nebendran. Und dann kann ich eigentlich jetzt schon skippen. Dann haben wir den letzten Kampf noch. So, einmal das hier und skip und fertig. Glatte 100. Jo. Und dann machen wir wieder unser Abschluss. So, also 8 Minuten bleiben noch übrig. Dann gucken wir mal. So, wie es aussieht. Jetzt haben wir hier den Bob mit Rupert, Tina mit Rupert. Bin ich jetzt mit allem nicht so wirklich zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Das hier ist die gestresste Lila, die ist natürlich schon ziemlich, ziemlich geil. Das sind die Equestronauten. Und das ist der Bob in der Wand. Der würde nicht mal großartig Schaden bekommen, aber es bringt mir nichts. Wir machen es jetzt so, wir machen jetzt hier die gestresste Lila. Ich werde einmal Schaden bekommen und danach wird da eh nichts mehr großartig passieren. Spiele ich jetzt hier noch den Bob nebendran. So, jetzt hat sich das Thema erledigt. Jetzt kann da gar nichts mehr kommen. So, jetzt mache ich noch die Anale entstellt und skippe nur noch. So. Und was ist es? Eine glatte 100. So, wie viele Minuten bleiben uns jetzt noch bis zum Ende? Dieses Rumbles sind jetzt noch 6 Minuten. Dann schauen wir auch jetzt hier mal schnell durch. Apsu 66 hat 1000 Gold, Nero XD 997, Tetsuo 991, Garden, Two-Face, Herbhausen, Dytronic, Lo, Daniel. In der Zwischenzeit kann ich jetzt auch mal das zweite Tablet wieder anmachen. So. Na komm schon. Na, was ist denn jetzt los? Willst du mir die Möglichkeit nicht geben? Das gibt's doch nicht. Warum? Ich muss mal kurz da raus wahrscheinlich. Weil irgendwie komme ich so nicht. Gibt er mir die Löcher unten nicht. Was ist denn jetzt los? Wieso kann ich den Server nicht? Willst du mich verarschen? aus dem Spiel raus. Und irgendwie will der Server, jetzt kommt er.
So, und wieder zurück. So, alles klar. Dann gehen wir hier in den Rumble rein. Okay, jetzt machen wir hier erstmal weiter. Daniel, 968, Sakai, 967, Hero, 29, 933, Bernd, Katapult, 959, Germany Guy, 941, Kurs, Yolo, 921, Steinvater, 921, A55, Schwebs, 921, Zombie, 915, Luca Fee, 913, McFreezy, 905, Master Mick, 898, Gamer Guy, 29, 883, Brownie Nervt, 880, ja gleich. Ja, das sind jetzt mehr, ne? 900, was weiß ich, schieß mich tot. Magalöwe 500, 859, Hero 8816, 859, Gambigo 859, Luca Passiger 855, Steltron 850, Hücki LP 849, Unknown Akasesi 832, Marcel Davis 826, Fiesen 824, Kimberly 803, Haarbeat 787, Dirtblock HD 796, Tim G 754, Scaro 740, Bektasch 700, Datonico 535, King Kai 318, Braindead 275, Tore 84, Gabriel 17, 15. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn man sieht, wie stark eigentlich sein Deck ist. Also beziehungsweise, was heißt, wie stark sein Deck ist? Er ist ein Level 12, ne? Arena 12. Naja, Beef Squatch. Gucken wir mal hier, 971 hat der stärkste von denen geschafft. Und die waren, wow, 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 Alter, ey, was ist das? Die waren tatsächlich mit 45 Leuten waren die aktiv gewesen und haben gegen uns verloren. Ohohohohoho. Alter, wir sind richtig stark in Gilde 1, so wie es aussieht. Gehen wir mal in Gilde 2 rüber. Daniel, Wurst auf Platz 1, Wurstfinger Pro 969, Simal 964, Burgerboss 939, El Sola 924, Wasser 916, ja gleich, das bin ich, 864 habe ich inzwischen geschafft. Zahant 848, Player 845, FIFA Pro 826, Puertanio 824, Player 818, Grab Gaming 785, Relaxo 777, Casey Rebel 768, Steelhammer 766, Nüsse 750, Momo 608, Chairsofort 670, Honeydog 609, Irish Coffee, ich muss mal ganz kurz da raus und nochmal rein, ich will meinen aktuellen Wert sehen, Pommes 475, Mari H, 393, General Anal, 383, Hey Nils, 334, Player, 252, SF is back, 240, 118, Chaos Gamer. Nur mal da reingehen. Wo stehe ich? Hast du meine Punkte nicht akzeptiert, oder was? 868 stehen hier immer noch. Bist du blöd? So. Noah Dahl, Aristokraft 93, Glenny Boy 19, Jordan. So, insgesamt waren hier jetzt aktiv gewesen. Hier waren es jetzt wie viele? 32 und da sind es 31. Also eigentlich hatten wir mehr Aktive. Also genau andersrum, hier sieht man jetzt den Unterschied. Genau anders als in Gilde 1. Gilde 1 hatte weniger Aktive gehabt als der Gegner. In Gilde 1 hatten tatsächlich wie viele? Waren auch 43, okay. 43 waren hier aktiv gegen wie viele sind's? 45. 43 Aktiven haben wir 45 besiegt. Und hier sind's im Vergleich dazu 32 gewesen gegen 31 und das ist verloren gegangen. Aber ganz schön deutlich, wie man sieht, sind es über 7000 Punkte Unterschied. Wow, das ist ganz schön viel. Aber gut, es ist wie es ist. Jetzt lassen wir einfach die Sekunden wieder runterlaufen und freuen uns, dass zumindest mal Gilde 1 ziemlich erfolgreich war. Im Rumble wieder mal weiter nach vorne gekommen ist. Jetzt dürfen wir wieder unter den ersten 100 sein. Das ist doch schon mal was. Bis jetzt unser bestes Ergebnis, was wir hatten. Besser waren wir noch nie.
Und ich hoffe, dass wir das jetzt so halten können. Das wäre richtig, richtig nice. Wäre schon eine coole Sache. So, 20 Sekunden noch. Jetzt wird das hier auch nochmal aktualisiert. Jetzt wird eventuell, steht jetzt auch mal meine richtige Punktzahl da. 968 habe ich geholt. Okay. Alles klar. Gut. Noch zwei, noch eins und das war's. Ja. Das war's gewesen. Der Rumble ist gelaufen, das war Daniel, Wurstfinger Pro, Burger Boss, Simal und der El Sola. Und hier war es Two-Face, Apsu, Nero, Garden und Tetsuo, unsere MVPs in diesem Rumble. Coole Sache, geil, geil, geil. Schauen wir nochmal schnell in die Platzierungen rein, wie es momentan aussieht, Ranglisten, Guild. Gucken wir mal, ob da irgendeine Rangliste, da, irgendeine Gilde dabei ist, die wir kennen. First Floor, okay, It Burns, Sunday. Best of the Best of the Best, da kommt der Rocker her. Der immer mal ab und zu bei uns im Chat mit dabei ist. Geile Sache. Rocker, congrats, immer noch Platz 1. Schauen wir mal kurz auf die Matches. Welche Matches haben wir bis jetzt bestritten? Jeweils. Hier Quicks Gang, Skullcrushers, Nasty Nation. So, Hypnotoads und Bills Army haben wir nicht geschafft. Fanimations Raw Up hatten wir noch geschafft. Und hier sieht das Ganze doch schon deutlich viel besser aus. Einzige Match, das wir mit Gilde 1 bis jetzt verloren haben, war echt gegen eine Power-Gilde, gegen die Penthouse Suit, die schon mal beim ersten Rumble auf Platz 14 stand. Also insofern keine Schande, alles gut. Schauen wir mal, wo wir dann letzten Endes landen werden. Dann gehen wir mal in die Ranglisten rein, vergleichen jetzt mal die Ranglisten wieder. So wie wir es immer machen momentan. Finde ich ganz interessant zu sehen, wie sich was entwickelt. So, Ranglisten der Gilde, meine ich natürlich. So, nach wie vor Wurstfinger Pro oben bei Gilde 2. Dann haben wir den Daniel. So, fangen wir an. Hier Tetsuo ist Platz 1. Two-Face, Garden, Apsu 66 und der Nero XD. Wahnsinnsleistung. Und dann komme ich erst auf Platz 6. Dann ist der Daniel, Herr Bausen, Dietronic, Brownie nervt. Low, Hero 29, Cursiolo. Und hier auf Platz 13 wäre dann Wurstfinger Pro schon. Dann haben wir den nächsten. Fiesen, Gamer Guy, das wäre dann Fiesen wäre jetzt Platz 15, sage ich mal. Dann wäre der Daniel Platz 16, El Sola 8584, Gamer Guy, McFreezy Unknown, A Germany Guy, Bärenkatapult. Irgendwo hier zwischen Germany Guy und Bärenkatapult wäre dann der El Sola. 8258. Hier haben wir Marcel Davis, unser Nachrücker, der echt sich wirklich hier gut bewährt. Gambigo, Mark Oliver 500, Hücki LP, Tim G. Und dann haben wir hier hinter Deltron HD wäre dann irgendwo der Player. Auch noch super Ergebnis. Hero 8861. Dann haben wir Wasser. 7970. Der war direkt hinten dran. Aristocraft. Steelhammer. Gut, Herr Sofort zählt nicht in der Situation. Dirtblock HD. FIFA Pro. 7039. Dein Vater 6858. Jordan. Cedric Relaxo. Sahand. Moritz T20,
Momo, Burger Boss und da bin ich jetzt momentan auf Platz 19. Ich würde mich jetzt wahrscheinlich so langsam aber sicher nach vorne hangeln. Gucken wir mal. King Kai, Zombie, Lukafi, Leonard, Tore. Datonico, Oba, Braindead, 1985, Veni, 3113. Okay. Tim 2005, 1094. Tim 2005. Ich glaube, Tim 2005 hatte doch hoch und heilig versprochen, er wird sich voll anstrengen, wird Vollgas geben. Okay, Jarzeps A55 Webs ist auf einmal jetzt aktiv geworden. Bin ich denn jetzt bekloppt? Ich sehe es ja gerade jetzt erstmal. Was ist denn jetzt passiert? A55 Webs ist auf einmal aktiv geworden. Hui. Irish Coffee, Swag Killer, Gamer LP, Gurken TV, Maxi 15, Bossman und da unten alles Noobs und Kellnon 03. Ja, also da hätte ich ja schon mal jetzt definitiv ein Plätzchen. Wer wollte? Irgendjemand hatte doch die Idee gehabt. Mit seinem zweiten Account. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich müsste nochmal reingucken. Irgendjemand wollte mit seinem zweiten Account in Gilde 2 reinkommen. Als Support. Hat angefragt. Moment. Kann ich schon nochmal sagen. Moment. Ich guck mal ganz kurz. Weil wird ja auf jeden Fall wird da was frei werden. Gucken wir mal. Oder? Wobei, wir haben ja gesagt, Moment, wir haben in Gilde 2 gesagt, dass wir es davon nicht abhängig machen, ne? Aber was ist denn eigentlich mit denen? Machen die überhaupt irgendwas? Alles Noobs und dieser Kenon. Und in Gilde 2 haben wir gesagt, machen wir es nicht davon abhängig. So, kann ich dort nachträglich dann nicht ändern. So. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine dritte Gilde. So, Burger Boss, Aristocraft. Wo sind die denn? Kilian. Da unten ist er. Kilian. Und wo ist alles Noobs? Ist da auch nebendran. Ja, die sind nicht untätig. So ist es nicht. Die machen halt einfach nur nicht am Rumble. Nehmen einfach nur nicht am Rumble teil. Und haben ja auch gesagt, ist ja jetzt nicht in Gilde 2 zwingend erforderlich. Okay. Gut, also. Dann würde ich mal sagen, war es das jetzt erstmal von diesem Rumble. Das war der Abschluss jetzt hier. Und wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst mir doch einfach mal ein Like da. Schreibt mir irgendwas in die Kommentare rein, was euch gerade so einfällt. Was ihr mir einfach mal sagen wollt. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, wäre cool. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.